So, hallo, servus. So, wir machen weiter mit Enotria. Ja, wir sind hier in dem zweiten Gebiet. So, ja, bevor wir aber loslegen, ich habe in den Kommentaren ein paar Hinweise bekommen, dem möchte ich jetzt nachgehen, bevor wir jetzt hier weitergehen und da hochgehen. Zum einen habe ich hier so ein bisschen was getestet, so Masken und so, und dann hat mir diese Frau da, oder ja, dieser Gegnertyp, ne, mache ich erstmal platt. Die hat mir auf jeden Fall eine Maske gedroppt. Die hier. Möchte ich auch mal kurz zeigen, ne? Was für eine Maske das war. Ich habe die deswegen nochmal hier gekillt. Zeige ich jetzt am Checkpoint erstmal und dann, ja, werden wir loslegen. Wir werden erstmal ein paar Sachen nachholen. Und zwar jetzt erstmal, ich habe die Maske bekommen von der Frau. Wahrscheinlich, weil ich da, man muss ja eine gewisse Anzahl an Masken bei Gegnern farmen. Ne? Und wenn man eine gewisse Anzahl hat, das zeige ich gleich. Und die hat mir hier diesen Maske da hochgeboren, gedroppt. Du erhältst mehr Memoria und dein Glück wird erhöht. Das ist gut. Wir werden mal so machen, dass ich jetzt die Maske mal, ich nehme die mal hier rein, bei dem hier kurz. Möchte nämlich was testen, weil ich bin selber drauf gekommen. Hier die Maske von Gian Gorgolo, da war ja eine Quest, ne? Da hat er die ganze Zeit gesagt, wir waren ja auch, glaube ich, letzte oder vorletzte Part bei dem. Und er hat gesagt, wir sollen ins Kolosseum zu Gian Gorgolo. Ich nenne den einfach Gianluca. Zu ihm hingehen. Den haben wir ja auch besiegt, den Boss. Das war dieser Eulenbär. Und dann bin ich wieder zurück zu dem NPC. Und der hat gesagt, ich soll immer noch ins Kolosseum. Ich glaube, ich muss die Maske tragen. Ja, da bin ich jetzt aber selber drauf gekommen. Und nachdem ich da selber drauf gekommen bin, war auch hier eine Frau, die mit mir auch nicht reden wollte. Und wir versuchen mal, uns in die Gestalt erstmal zu verwandeln. Und dann versuchen wir nochmal zu reden. Hau den mal hier weg. Und dann auch die hier. Ja. Und ich gucke mal, ob die dann mit uns redet. Das sieht ziemlich sick aus. Ziemlich geil, weil hier war eine Frau. Ich weiß nicht, ob die vielleicht mit uns redet. Versuch ist es wert. Dass die Zunge nur nicht sagt, denn so lauter so Vertrag. Hinfort. Okay, tut sie mal noch nicht. Okay, gut. Ich dachte nur, vielleicht wird es ja gehen. Dann geht es eben nicht. Dann werden wir mal zu dem Typen gehen. Im Kolosseum war das, im ersten Gebiet. Und werde dort mal die Maske von Gianluca aufrüsten und gucken mal, ob die dann mit uns, ob der mit uns redet. Versuch war es wert. Dann nehme ich hier mal Gianluca rein. Und Reise zum Kolosseum war das, ne? Da ist es. Hier habe ich ein besseres Gefühl, dass es jetzt klappt. Mit der Quest. Werden wir sehen. Da ist er nämlich schon. Und wir sind auch der Eulenbär. Hallo, alter Freund. Ich hoffe, dass du ein würdiger. Ah, okay. Das funktioniert. Es hätte nicht so kommen sollen. Bitte nimm das und lass mich in Ruhe. Okay, cool. Wir haben die Maske des Eifers oder was war das? Okay, das habe ich echt. Da bin ich wirklich selber drauf gekommen. Ich meine, so schwer war das ja dann auch wieder nicht. Wir gucken mal, was für eine Maske wir bekommen haben. Maske des Eifers. Dein physischer Angriff wird erhöht, wenn deine Gesundheit unter einer gewissen Schwelle liegt. Zusätzlich wirst du vom ersten tödlichen Schaden nicht getötet, sondern du behältst. Oh, das ist ja gut. Das ist ja gar nicht so verkehrt, ne? Einfach eine zweite Chance. Ja. Okay, dann gehe ich noch mal hier, Maske des Hochgeborenen und reise mal. War das Uhrenturm? Oder war das hier? Ich gehe mal zum Uhrenturm, weil da war ja noch so ein froschähnliches Wesen und tu mal mit der Maske reden. Ich weiß nicht, ob das so rätselmäßig ist. Warte mal, ich verwandle mich mal. Und red mal mit dem Frosch da.
Nicht Kraft macht dich aus. Okay, wer bist du? Alles klar. Das hat wohl nicht funktioniert. Stirb, du Blödmann. Okay, gut, dann funktioniert das jetzt nicht so, wie ich mir es gedacht habe. Aber eine Quest haben wir gemacht. So, und jetzt, dann gucke ich mal. Der gute Roman, der hat mir nämlich auch eine Kiste mal gesagt. Den habe ich schon gelootet, nämlich. Den habe ich dann nachhinein gelootet und trotzdem möchte ich das auch nochmal hier zeigen, was ich im ersten Gebiet vergessen habe. Und zwar da in dem Turm, der Turm da, da war noch eine Fähigkeit, den holen wir, beziehungsweise den habe ich schon geholt, aber möchte ich einfach nochmal kurz zeigen. Hier müssen wir das Ding aktivieren, damit wir hier drauf können. Und hier kann man die Bretter kaputt machen. Und dann kommt man hier zu der Kiste. Das habe ich auch vercheckt, ne? So, das haben wir auch. Ich mache die mal alle platt, ne? Ich weiß nicht, ob die uns noch eine Maske geben. Achso, apropos Maske, ne? Wo war das denn? Dass man die Sachen farmen muss mit den Masken. War das hier? Nee. Ah, doch, hier. Wenn man gewisse Anzahl hat, ne? Davon brauche ich noch 200, kriegen wir die Maske von Moretto. Und das sind halt von diesen Gegnern hier die Riesendinger da, glaube ich. Auch im ersten Gebiet. Das ist wahrscheinlich, ist glaube ich sogar trophäenrelevant. Aber. Ich denke mal, wir müssen das, ich werde das Spiel sowieso noch mal, keine Ahnung, gibt es ein NG Plus? Ich glaube ja, weil es gibt eine Trophäe, da muss ich leider schauen, die Bosse mit ihren eigenen Masken besiegen, ne? Das gibt es ja auch. So, und jetzt haben wir noch, da hat mir das einer heute geschrieben, im Kloster, den habe ich noch nicht gelootet, Aussichtspunkt. Da kann ich mich noch runterdroppen. Da ist eine Kiste. Die holen wir uns jetzt auch. Keine Ahnung, was da drin ist. Und zwar kann man sich hier runterdroppen. Da ist die Kiste. Man sieht sie schon. Und die holen wir uns. Fukafaku haben wir bekommen. Sehr nice. Schade, dass es kein Rückkehr-Item gibt. Das wäre echt gut gewesen. Ein Rückkehr-Item möchte ich haben. Fukafaku. Ja, komm, bitte. Lass mich doch einfach. Ich habe keine Lust, mit dir zu kämpfen. Lass mich doch mal einfach mal. Wo geht's denn jetzt hier lang? Ja, das ist natürlich kacke. Fukafaku. Okay, die sind nur ein Schlagwert, das ist wunderbar. Fukafaku. Ich glaube, ich muss sowieso hier hin, oder? No, bitte nicht runterhauen. So, dankeschön. Ich will jetzt mal einen Checkpoint. Ja, das muss halt jetzt sein, so, ne? Geht nicht anders. Ich meine, die sind ja jetzt auch One-Hit, ne? Wir sind ja auch viel besser drauf. Passt. Okay, so jetzt schaue ich noch in meine Liste. Ich habe mir nämlich Notizen gemacht. NPC-Quest bin ich nachgegangen. Im ersten Gebiet war noch jemand im Gefängnis. Keine Ahnung, wie der funktioniert. So, und dann haben wir ja im Hub. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt hier. Das haben wir ganz am Anfang im Hub gelootet. Da, Opfermesser. Opfermesser haben wir ganz am Anfang gelootet. Da hat mir das auch einer geschrieben auf Discord, dass ich da was vergessen habe. Er hat auch gefragt, ob der mich spoilern darf, dass ich ganz am Anfang was habe. Ich gesagt, ja, komm, hau raus. Genau, wir haben das Opfermesser im Hub gelootet, ne? Und dann hätte man wieder hier herkommen sollen. Hier war der Boss, wie hieß er? Vermiriglio, glaube ich.
Den haben wir besiegt. Und dann, wenn man im Hub das Item lootet, kann man hierher wieder zurück. Und dann kann man hier interagieren und dann reist man zu einem, ja, keine Ahnung, kann man sagen, geheimer Boss? Ja, kann man sagen, weil ich jetzt, ich wäre ja wahrscheinlich gar nicht drauf gekommen. So. Und hier ist er. Altes Heiligtum, Quinta. Den mache ich jetzt auch noch. Und dann habe ich, glaube ich, meine Liste abgearbeitet. So, ich werde mal hier so was reinziehen. Keine Ahnung, wie stark der ist. Wahrscheinlich wird er jetzt nicht so krass sein, weil wir jetzt so spät jetzt hier hinkommen. Da hat, was hat er? Feuer und Strahlung. Und wir haben, glaube ich, die Strahlungwaffe, oder? Ich hasse das. Ist es das? Ja, grazie. Sehr nice. Okay, schauen wir mal, was für einen Schaden wir machen. Die macht auf jeden Fall nichts. Ja. Das ist das Problem, wenn man die Bosse nicht am Anfang macht. Ja, das ist natürlich hier. Es war viel zu leicht, ne? Aber wie gesagt. Und dann gibt die auch noch so viel Seelen, oder was? Wir haben fast 60.000 bekommen, ne? Krass. Nicht schlecht, der Spiel. Ich kann mir auch leveln, ne? Wie viel haben wir dann? Ein Level abkriegen wir noch mittlerweile, ne? Das ist 70.000, brauchen wir. Wollen wir noch mal leben oder so? Oder wollen wir noch ein bisschen Elementarist? Viel mehr Elementarschaden bekommen wir aber auch nicht, ne? Hexer, Elementarist. Ah, ich nehme einfach Leben, erstmal. So, 50.000 haben wir. Wir sind Level 94, ne? Sind wir? Okay, krass. So, jetzt gehen wir wieder in das zweite Gebiet und da geht es dann weiter. Mal sehen, wie lange das noch... Oh, warte mal, ich habe was vergessen. Scheiße. Ich hoffe, ich habe alles richtig. Bitte. Bitte. Muss man gerade mal schauen. Oh, ja. Kein Sound. Oh mein Gott, okay. Ja, jetzt haben wir keinen Sound, ne? So, da können wir leider nichts ändern. Das muss ich jetzt einstellen. Ja, ich habe das jetzt noch gesehen. Oh, Entschuldigung. Das war jetzt ziemlich doof. So, jetzt habt ihr Sound. Ah, das war okay. Ich habe mir das gedacht. Ich habe da nicht aufgepasst. Okay. Ja, jetzt haben wir halt 13 Minuten keinen Sound gehabt, ne? Sorry. Kann ich leider auch jetzt nicht mehr rückgängig machen. Es sei denn, ich sage jetzt einfach Cut und tu so, als ob ich das alles nicht gemacht habe. Aber das wäre ja auch dann blöd, ne? Ja, nee. Das geht ja auch nicht. Fuck. Okay. Das ist natürlich doof. Gut, gehen wir hier weiter. Ich denke mal, hier kommt jetzt ein Boss einfach. Oder? Okay, ist ein Siegel. Das war jetzt natürlich dumm mit dem Sound. Oh Mann, ich gucke eigentlich immer vorher. So, schauen wir mal. Wir haben hier auf jeden Fall unsere Strahlungswaffe, das weiß ich. Und da haben wir unsere Krankheit. Wir bleiben mal bei der Strahlung. Darf ich? Oder von hier? Okay, let's go. Wer auch immer hier ist. Oh, hallo. Bist du ein Boss oder was? Oder bist du ein NPC? Du bist ein Boss. Petra, der Blaze. Blase. Oh, das ist gut, dass wir wieder Strahlung
haben, ne? Das ist natürlich nice. Das ist auf jeden Fall nice. Was machst du denn hier? Falsche Öffnung, Alter. Falsche Öffnung. Oh my goodness. Was ein Damage. Halte sich irgendwie? Halte sich irgendwie? Ich meine, wir machen eigentlich gut Schaden. Normalerweise ist das deine Schwäche. Aber Krankheit nicht, ne? Sieht man hier. Oh mein Gott. Okay, wechseln wir wieder auf die Strahlung. Halt dich, egal. Wir haben genug Heilung. Halt dich! Der ist jetzt kein Problem. Ne? Okay, und tschüss. So, Feind bezwungen. Jawohl. Rolle von Vetra, dem Blazermaschine. Die Blazermaschine. Alles klar. 103.000 habe ich. Blazerviertel. Geil. Und schon wieder. Noch ein Boss oder was? Was hast du? Du hast. Brauche ich Fiss, ne, oder? Das hier, oder? Oh mein Gott. Okay, die kann abfacken. Ich glaube, die kann abfacken. All die Macht. Ist es die Waffe? Fiss? Warte mal. Ja, ich glaube, das ist die Waffe, ne? Hör mal auf! Wo ist denn jetzt meine Fiss? Mein Kater. Egal, ich wechsle trotzdem mal hier auf den Strahlungwache. Will mal gucken. Ja, der macht irgendwie trotzdem mehr Schaden, Mann. Damit, hä? Ich mach Strahlung. Ich habe trotzdem viel mehr Damage gemacht mit der Strahlungswaffe. Maskenscherbe von Vendetta. Ja, das ist ja Strahlung, ne? Grazia. Die hat nämlich... Ja, keine Ahnung, egal. Pass drauf. Schieße drauf. Aufgeschisse. Aufgeschisse. Wo sind wir hier überhaupt? Gibt's hier noch jemand? Gibt's hier noch etwas? So, wir sind in der Blazerviertel. Das wird richtig schön hier wahrscheinlich. Ich guck mal, ob ich hier irgendwas hab. Blazerviertel. Hallo, geh mal hoch. Also irgendwie war erste Gebiet so, ich mache zu wenig Schaden und so. Und jetzt auf einmal, ich meine, der ist... Ich
Jetzt hauen wir die irgendwie alle weg, irgendwie wie nix. Ruckel. Warum ruckelt das dann jetzt mal? Oh, wir haben 169.000, ne? Ich muss hier mal meine Seelen ausgeben. Und das haben wir, hier haben wir doch schon was. So. Da geht's runter, da geht's runter. Ich dachte, hier war ich schon, aber nee. So, aktivieren wir mal. Und schauen wir mal. Ich glaube nicht, dass ich noch was... Den hier müsste ich mal upgraden, kann ich aber nicht. So, kann ich jetzt mal die Maske, die ich nutze... Jawohl, sehr schön. Machen wir 30.000. Ja. Was war das jetzt? Noch einmal ich treffe oder was? Nee, Quatsch. Kann doch nicht sein. Kann doch nicht sein. Ich guck noch mal, was für Fähigkeiten wir neu bekommen haben. Dann können wir die mal auswechseln. Ne? Ich meine, bis die mal hier irgendwie aktiv sind, da vergeht ja auch mal. So. Fuko haben wir bekommen. Mal Presto, der geht schnell. Okay, alles klar. Dann haben wir... Den haben wir doch schon, oder? Ja, den habe ich doch schon. Den Atem. Ist doch hier, oder? Nee, das ist was anderes. Dann nehme ich den Atem hier hin. Wie schnell tut der Ausland? Andante. Was ist das? Pyros Fauchen. Das ist Presto. Ja, ich glaube mal, Presto ist, geht am schnellsten. Ich werde deswegen mal Presto mal hier auch ausrüsten. Habe ich noch einen? Presto. Gehe einen Schritt zurück, dann führe sofort einen Angriff. Ja, das will ich nicht irgendwie. Vivace. Goldener Bolzen. Ja, nimm ihn rein. Dann haben wir Vivace. Und dann können wir nochmal leveln und nehmen wir weiter Elementarist. Jetzt kein Plan, ob das was so viel bringt. So, wir laufen erstmal links rum. Hallo. Kann man die hier bei den... Warte mal, das wird... Weil die bringen ja voll viel Kohle, ne? Ich meine... Es ist ja Wahnsinn, ne, was die da hier an Dinger droppen, ne? Oder ist das nur ein einmaliger Drop immer? Weil da gab es ja in der Küste von denen, ne, zwei oder drei Stück an einer Stelle. Achso, der ist weg. Okay. So, verschütterter Kelch. Okay, das schaue ich mir auch direkt an jetzt. Das schaue ich mir direkt an. Vielleicht ist das ein Presto. Ich glaube, wir können auch ein paar kaufen. Müssen wir auch noch tun. Das will ich mir jetzt auch anschauen. Ganz schnell. Dann könnte ich Andante, Vivace. Das ist auch Presto, danke. Nehmen wir auch mit rein. Ich habe jetzt nicht geguckt, was es ist. Schaue ich mir auch an. Bin viel zu schnell. Manchmal. So, was war das? Verschütteter Kelch. Beschwört Sanis gefräßige Gabel und feuert eine Fistkugel geradeaus nach vorne. Okay, ja, warum nicht? Warum nicht? Was machen die überhaupt? Beschwöre Zepter und schieße. Ja, auch gut. Schießen ist immer gut. Beschwöre eine Ruder und feuert. Ja, sauber. Konzentriere die Macht des Malano in den Lungen und setze frei und alles. Ja, auch gut. Nice. Andante. Nehme ich alles mit. Probieren wir alles. Als Maul. Ich habe schon rechts jemanden gesehen. Ich habe dich schon gesehen. Egal, komm, Parry Time. Parry Time in... wofür ist eigentlich diese blaue Leiste bei den Gegnern, wenn sie sich nicht mal aufhält? Ne? Ich habe irgendwie das Gefühl, am Anfang ging es irgendwie schneller. Und jetzt ist das so schleppend. Kann ich das jetzt irgendwie beeinflussen? Alter, warum bin ich so gut? Und warum sind meine Dinger schon aufgefüllt? Krass. Die Dinger sind schon aufgefüllt. So, wir können... Können wir auch rechts gehen? Warte mal, ich komme. Ich glaube ja, wir können aber auch links.
Immer diese Entscheidung, ne? Immer diese Entscheidung. Was ist denn hier drin? Sag mal ja, erstmal. Hier geht's ziemlich weiter. Okay, dann gehen wir erstmal rechts. Ich wollte sowieso rechts, aber ich wollte trotzdem mal reinschauen, was da drin ist. Jetzt können wir mal die Fähigkeiten mal probieren. Es gibt bestimmt eine geile Skillung, wo die Fähigkeiten viel schneller laden und auch viel mehr Schaden machen beim Kampfmagier. So, jetzt würde ich mal probieren. Hier. Boom. Und hier auch nochmal. Zacka. Und nochmal hier. Geil. Wir machen nur halt keinen Schaden, ne? Das ist das Problem, dass wir nur keinen Damage machen. Öffnen. Okay, ist gut. Das ist das einzige Problem. Ah, ja, okay. Setzen wir uns mal gerade. Jahre fängt das Leben an. Wir haben 66.000. Also, ich muss sagen, die Waffe ist ziemlich geil aktuell, ne? Netuns Finger, ja. Wie fingern die alle weg? Wie fingern alle weg? Running Attack! Hau zu! Vorhin warst du ein Boss, jetzt bist du ein Gegner. Wunderbar. Du bist der Beste. Du bist der Beste. So, warte. Fähigkeit. Boom. In dein Ei. Und hier auch nochmal. Alter, natürlich. Hör doch mal auf. Alter, wie viel Damage wir machen. Das ist unglaublich. Alter, wie viel Leben hast du? Natürlich kann ich nicht. Das ist behindert. Man muss ausweichen können. Die Attacken verfolgen dich, ne? Die Attacken, die verfolgen dich hier in dem Spiel. So, stirb, du Bastardo. Maskenscherbe des Blazers. Blas mich tot. Oh, wer bist du dann? Geil, du bist so schön. Oh, ich kann hochspringen. Wo willst du denn hin? Wo willst du hin? So, geht's hier jetzt weiter oder muss ich raus? Ah Gott. So, okay, schauen wir uns mal um. Schauen wir uns mal um. Wir können da rein, das ist gut. Wir können aber auch hier unser Item nehmen. Unseren Block. Oh, wir können auch da rein, das ist ja geil. Also, das Gebiet gefällt mir viel mehr als das erste. Definitiv, ja. Oh. Wer bist du? Wo bist du? Und was bist du? Oh, hab ich noch nie gesehen. So war's aber auch. So war's aber auch. So was aber auch. Aber das finde ich cool. Guck mal, man kann nur von der Seite hoch. Und wenn ich jetzt von der Seite drücke. Und da gehe ich einfach durch die Leiter. Geil. Das haben die echt gut gemacht. Hallo. Ich habe schon so meine Combo raus. Ich mache eine leichte Attacke. Und dann eine schwere. Dann wieder eine leichte. Und dann nochmal eine schwere. Und dann ist der Gegner Geschichte. Oh, ich kann noch weiter hoch. Geil. Dankeschön. Ich kann noch weiter hoch. Ach so. Ach so, ja. Okay, passt schon. So. Halt, Ammoniasaft. Nice.
71.000. Was ist denn das hier? Hä? Okay, irgendwas hat sich was bewegt, ne? Aber was? Aber was hat sich da bewegt? Das Ding? Nee. Scheiße, jetzt habe ich das vercheckt, ne? Was hat sich bewegt? Hm. Das da vielleicht? Wirklich? Aber da komme ich ja nicht hin. Oder war da noch ein Hebel? Warte mal. Okay, kann ich eh nicht nochmal betätigen? Alles klar. Kann ich... Habe ich das Wasser abge... Nee, Quatsch, mit einem Hebel? Okay. Wie geht's weiter? War das Wasser so hoch und jetzt ist es ein bisschen abgesenkt? Kann schon sein. Alter, wieder Ammoniasaft. Geil. Eine Etage tiefer nochmal. Geil. Bring ins Wasser. Ich befehle es dir. Dein Meister befehlt es dir. Dein Meister befehlt es dir. Komm her. Okay, die Dinger müssen wir auch aufwerten, ne? Das ist ja auch klar, ne? Ich meine, wir haben sie ja auch nicht aufgewertet, ne? Ich bin halt viel zu geizig. Jetzt komm doch mal her. Das ist natürlich klar. Wir sind viel zu geizig gewesen. Wir können die natürlich mal aufwerten, hier diese Sprung, diese Wurfsachen. Das ist klar. Okay, ich denke mal, wir müssen noch einen Hebel betätigen und dann senkt das Wasser nochmal ab. Sinkt das Wasser. Lass mich raten. Hebel ist gleich hier irgendwo. Hallo. Dankeschön. Das ist richtig gut. Richtig nice. Die haben gar keine Chance mehr hier. Wahnsinn. Meine Waffe bumst die alle weg. Lass mich raten, das ist ein Shortcut. Lass mich raten, das war dieser Shortcut ganz... Ja. Ja, das war's. Und einfach hier den Hebel betätigen... Und alles ist erledigt? Geil. Einfach, das Wasser ist wie weggeblasen. Ne? Einfach in diesem Blasenviertel. Wahnsinn. Wasser ist wie weggeblasen. Krasser Scheiß. Oh. Geile Oh. Ich habe überhaupt keine Ahnung, wo ich jetzt bin. Bums euch alle weg. Ich pop euch alle weg. Ich bin der Gebläse-Popperei. Instände Fackel. Ich bin der Blasemann. Oh. Der Blasemann im Gebläseviertel in der Popperei. Ah, du schon wieder. Du bist so krass.
Ja, natürlich. Ich bin ja auch gerade vor dir gewesen. Ne? Warum kann ich nicht parieren, Alter? Oh, ich bin ausgewichen. Krass. Natürlich. Komm. Du Spasti. Wie viel Leben kannst du noch haben? Das ist ja voll krass. Nehmen wir mal Krankheit gegen die. Ich glaube, ich habe noch nicht alles. Wo bin ich denn hier überhaupt? Da ist eine Leiter. Seite von Cannavaro. Bin mir nicht sicher. Wo ich hier bin. Alter, keine Ahnung. Dankeschön für die Falle. Makellose Major. Dankeschön für die Falle. Aber treffen tut's mich nicht. Warte mal, warte. Da ist ein Checkpoint. Aber ich bin noch nicht fertig, Mann. Aber ich aktiviere mal das Checkpoint. Bin noch nicht fertig. Da hinten. Wieso habe ich ein... Wieso sind denn meine Frames so schlecht? Na gut, schlecht sind die nicht, aber ich habe da was gestellt, ne, letztens wieder. Weil ich kann es einfach nicht... Achso, ich habe die Frame Generation ausgemacht, ne, deswegen. Ja, ja. Ich habe die Frame Generation ausgemacht. Deswegen, ne? Mhm. Nehmen wir mal hier. Qualität. Oder noch schlimmer. Ja. Ja, ich weiß noch, ob ich Frame Generation wieder. Will ich. Ich will die Frame Generation nicht. Haben wir ausgewogen. Bei 4K merkt man das echt nicht. Irgendwie. Merkt das nicht. Oder das Gebiet ist hier gerade so ein bisschen. Okay, machen wir es wieder anders. Sorry, das muss sein. Da bin ich empfindlich irgendwie mittlerweile. Okay, haben wir wieder Qualität. Haben wir machen wir an. Frame Generation. Und so, passt. So. Ja, die Aufnahme läuft. Alter, was ein Unterschied, ne? Mit der Waffe, ne? Krass. Okay, also ich möchte erstmal hier komplett erkunden, bevor ich da am Checkpoint weitermache. Weil ich habe hier noch ein paar Stellen, das weiß ich. Definitiv. Na, siehst du mal. Guck mal da, kacke mal du. Ammoniasaft, die dritte. Wir lieben Ammonias. Wir lieben Ammonias. Ach, die Dinger sind hochgefahren und dann, okay, verstehe. Verstehe, okay. Alter, hast ja gar nichts ausgehalten. Tut mir leid. Du auch nicht, oder?
Oh, die Waffe ist so gut, Mann. Das gibt's ja nicht. Ist die auch so gut hier, die hier? Oh, was ist denn das? Noch eine. Krass. Jetzt kommen aber die krassen Geheimnisse, hm? Ans Tageslicht. Oh, hier ist eine Falle. Nee, ich glaube, er brauchte Heugabel. Ja, aber meine Strahlungswaffe ist ziemlich sick. Gucken wir mal hier. Wenn ich wüsste, wie viel Schaden ich mache. 3200. Was hat denn der für einen Effekt hier? So, nehmen wir nochmal hier wie sie Fizz von mir aus. Jedes Element. Wir machen jedes Element drauf. Dann nehmen wir nochmal hier Strahlung. Dankeschön. Nehmen wir hier Krankheit noch, weil es so gut ist. Hier Krankheit in deinen Pussy. Danke, Maskenscherbe des Blazers. Oh, Meisterwerk des Viertels. Meisterwerk des Viertels, geil. Ja, das ist. Ist das denn das Mondlichtschwert oder was? Was soll denn das sein jetzt? Kolossales Schwert. Ja, ist mir egal. Ja, wir müssen noch mal hier ein bisschen rumlaufen. Ich habe keine Ahnung. Aber hier waren wir, ne? Oh mein Gott. Okay, hier ist ja nur... Achso, das war nur das Schwert oder was hier? Ja, scheint wohl so. Gehen wir wieder hoch. Weil es so schön war noch mal. Das habe ich aber jetzt extra gemacht. Ich schwöre es euch. Das war mit Absicht. So, wir gehen mal hier rein. Hier war ich aber auch schon, gell? Oh, ja, nicht ganz. Warte. Siehst du, haben wir noch eine Kiste. Wahnsinn, ne? Oh ja. Ja gut, Ammonia-Expansion würde mir besser gefallen. Der hat Glück, ne, der Typ, der hier... Okay, habe ich was vergessen? Man weiß es nicht so genau. Ich glaube, ich würde sagen, ich habe schon fast alles, ne, oder? Vielleicht hier unten nicht. Okay, da ist aber der Tod. Nee. Müsste wohl alles haben. Ich schätze, ich habe alles. Ich hoffe es mal. Wahrscheinlich nicht. Okay, das war keine Absicht. Scheiße. Das war keine Absicht. Ja, ich denke schon, oder? Dass ich jetzt alles habe. Ich schaue nochmal hier. Was ist denn das hier mit der Leiter? Okay, hier war ich ja auch. Ja, passt, denke ich mal. Wir laufen weiter. Danke nochmal, dass so viele an der Umfrage teilgenommen haben. Was mir das so sagt, die meisten wollen so 45 Minuten bis eine Stunde, also Stunde 50% und dann halt 45 Minuten, dann glaube ich 20%, deswegen werden wir das so mal so lassen, knapp eine Stunde,
Nach 50 Minuten und so. Okay. Passt. Da können wir leveln. Habe ich hier nochmal so ein Ding? Warte mal, wo ich... Vielleicht würde ich eventuell dann mal doch... habe ich nicht, ne? Vielleicht die Fähigkeiten mal aufleveln. Ja, egal. Oh, ich kann gar nicht leveln. Wie viel brauchen wir denn? 87.000. Gut, aber das würde ich mir jetzt gönnen, indem ich mir sowas Kleines ploppe. Ich habe da bestimmt noch einige. Ich habe die verkauft, nämlich, und aufgelevelt. Ich denke mal, das hier wird es wahrscheinlich springen, oder? Ja, 2600. Jetzt können wir leveln. Da ist auch immer ein Punkt, ne? Wenn wir leveln können. Okay, nehmen wir. Keine Ahnung. Nehmen wir Leben. Wir kriegen immer noch gut Leben, ne? Das ist ziemlich gut. Mehr Leben ist gut. Schaden passt soweit. So, ich nehme mal an. Das ist ein Boss. Ich hoffe nicht Endboss oder so. Ja. Soll das so sein? Weiß ich nicht. Okay, du hast... ja, okay, wir werden trotzdem mal... Bist du behindert oder was? Hätte ich gewusst, hätte ich so einen fetten Combo. Okay, du hältst jetzt ein bisschen mehr aus. Ich schau mal, was für ein Schadenstyp. Was hast du denn? Wir müssen Fizz machen, ne? Achso, ich habe ja auch nicht die Strahlungswaffe. Will ich mal sehen. Alter Vater. Weißt du was? Maskenscherbe des Bläsers. Was bist du denn, Alter? Was bist du denn? Was seid ihr denn? Oh, keine Ausdauer. Tut mir leid. Schwester Friede. Tut mir leid. Fuck you. Was geht denn jetzt ab? Komm, warte. Gib mir mal. Gib mir mal den. Gib mir mal den. Hier. Friss. Friss. Friss nochmal. Ja, das ist doch echt. Das ist doch nicht normal, dass die da durch die Mauer geht, durch die Säulen geht. Natürlich. Bums euch weg, meine geilen Schwestern. Halt's Maul. Das war schön befriedigend. Früchte des Versagens. Eintrag erhalten. Geflüster. Und Seite von Fabian Cannavaros Cannavaccio-Affäre. Die Cannavaccio-Affäre. Okay, wir werden mal sehen. Jetzt will ich mal schauen, was meine Waffe erstmal macht. Hier. Sag mal, ja, kann ich mit Leben 3200. Ich meine, wird jetzt hier die Waffe, ich meine, das ist ja, glaube ich, der Gegenstück, die hier. Macht ihr jetzt auch nicht so viel, ich meine. Du verfickte Kamera, bitte beweg dich mal hier weg. Wahnsinn. Maske der Maschine. Okay, wir haben eine Maske bekommen, nice. Diese behinderte Kamera.
Alter, langsam. Warum habe ich jetzt meine Maske gewechselt? Da kriege ich weniger Heilung, wenn ich wechsle. Mann, jetzt habe ich nur noch 4 Heilung. Das ist jetzt natürlich nicht so schön. Ich glaube, ich gehe erstmal hier lang. Dankeschön. Wer bist du, Alter? Wer bist du? Wer bist du denn, Alter? Was für ein Geschrei. Aber Rotti. Oh, hier geht's ja hier hoch und da geht's ja darüber. Wahnsinn. Ich glaube aber, da geht es nicht mehr weiter. Dann machen wir erstmal hier den hier. So, weg. Weg mit den Viecher. Ephesid-Geode. Nice. Wir haben noch 4 Heilung. Was ist denn los, Alter? Was ist denn los, hä? Was ist der los im Osten? Was ist da los? Was ist da los? Oh, noch ein Hebel. Geil. Gesperrt. Ah, wir gehen mal hoch. Wir gehen hoch. War das vielleicht ein Doppelaufzug? Oh, da kann ich raus. Scheiße. Da kann ich raus. Fuck, und da kann ich wieder hoch. Warte mal. Ausgeht. Du Pussy, lass mich doch. Was ist denn? Das fuckt ab. Okay. Keine Ahnung. Ich bin wieder im Aufzug, obwohl ich. Jetzt bin ich im Boden drin. Super, ja. Was ist das denn für ein Blödsinn? Jetzt fahren wir ganz runter wieder, ohne irgendwo rauszugehen. Da geht's raus. Okay. Jetzt fahren wir hier wieder. Und da kann man nämlich wieder raus. War das hier? Du kannst nicht da reinschauen. Guck mal, der Fahrstuhl ist weg. Wenn ich jetzt da reinschaue, bin ich wieder im Aufzug irgendwie. Okay, bin ich nicht. Aber das war eben gerade so. Ammonia Expansion Pack. Geil. Ammonia Expansion Pack. Und ich weiß auch nicht, warum ich da hochfahre. Da unten war ja auch noch jetzt was. Keine Ahnung, ob das optional ist. Ja, super. Und jetzt sterbe ich, oder was? Hä? Und jetzt verrecke ich elendig. Da sterbe ich doch jetzt. Morte. Sorry. Ich bin da. Okay, ja, toll. Das habe ich jetzt hinbekommen, ne? Egal, das waren jetzt 19.000. Das waren jetzt nicht so viel, ne? Das war jetzt nicht so viel. So, wir rennen mal hier schnell vorbei. Einfach mal. Wir rennen mal schnell vorbei. Oder auch nicht. Guck mal.
Als Maul. Alle verzöge doch nicht so krass. Als Maul. Hier. Du bist tot. Und du geile Schnecke stirbst auch jetzt. Ich hab voll vergessen, wie man pariert. Weil wir ja gar nicht mal parieren. Wir parieren ja auch gar nicht mal. Okay, gut, gut. Dann, wenn ich schon mal hier bin, laufe ich über die Brücke mal kurz. Wir wissen auf jeden Fall, dass hier ein Weg ist. Oh, da ist eine Kiste. Oh, du geile Schwester, bitte. Ey, wo kommt die jetzt her? Was ist das denn? Sehr schön, ey. Super, echt. Das ist echt so. Hier. So, dann will ich hier auch meine Kiste haben jetzt. Fatua-Strahl. Ja. Fatua-Strahl. Das ist ein Boss. Aber mich interessiert auf jeden Fall, was da links ist noch. Ne? Ich höre einen Hund. Makellose Majolika. Stirb, mein Sohn, stirb. Seite von Fabians Cannavaros Erfaro in Cannavaccio Angelegenheit. Wir laufen jetzt zum Boss, ja. Dann haben wir das hier schon auch abgeschlossen, hier die Stelle, ne? Da ist auch noch eine Kiste. Tödliche... Hä? Habe ich den gerade nicht gehabt? Den tödlichen Strahl? I don't know. I don't know. So, ich nehme jetzt mal den hier. Auf geht's, Pussymaker. Ach so, was hast du überhaupt für ein Ding? Okay, das ist auf jeden Fall falsche Element, was ich habe. Aber stört mich das? Stört mich das? Okay, Krankheit ist viel besser. Die ist ja instant schon vergiftet. Oh, tut mir leid und tschüss. Das ist gleich schellisch. Aber Krankheit war cool, ne? Rolle von Magister des Astariorums. Alter. Der Magister des Astariums. Nice. Hey, was ist das da unten? Da war ich auch noch nicht, oder? Oh, hier ist ein Checkpoint. Wie geil. Hier ist ein Checkpoint. Hier ist eine Tür, oder was? Mann. Was war aber... Ich gehe die andere Seite jetzt kontrollieren. Wir gucken mal erstmal diese Fähigkeiten. Ob wir die vielleicht jetzt ein bisschen verbessern können. Was haben wir denn jetzt gerade neu bekommen? Neueste Wucherstern. Das ist auch Presto. Nehmen wir mal rein. Und dann versuchen wir mal die, die wir haben, mal aufzuwerten. Das wäre der Wucherstern. Kelch. Verschütteter Kelch. Fatu Fatu.
Tyros Fauchen, okay. Wir haben 58.000, die werden wir jetzt mal da rein investieren. Okay, sehe ich eigentlich, was ich ausgerüstet habe? Ja, habe ich. Nehmen wir mal den hier. Oh mein Gott, 30.000. Okay, machen wir mal hier jeweils plus 2. Oh, 12.000. Fuck, Alter. Okay, machen wir mal plus 1, die wir ausgerüstet haben. Ne, die Welle habe ich doch gar nicht hier mit dem. Okay, vielleicht mit dem anderen Charakter oder was? Ja, wahrscheinlich. Bucherstern. Goldener Bolzen, ja. Ne, das sind die nicht. Das ist Vivace. Andante. Göttlicher Atem, Andante. Ja, Wahnsinn, ne? Dann haben wir die plus 1, plus 2, plus 2, plus 1. Oh, das ist ja aber richtig teuer, mein Gott, du. Wahnsinn. Das ist ja richtig teuer. Habe ich da eigentlich noch mal einen besseren Aspekt? Oh, wir haben über eine Stunde. Oh, fuck. Das habe ich jetzt gar nicht drauf geschaut. Okay, ja, dann beende ich jetzt hier mit der Folge. Die Folge ist dann beendet. Wir machen dann beim nächsten Mal weiter. Also, ob ich hier die Tür aufmachen möchte. Wahrscheinlich nicht, oder doch. Und dann gehen wir mal den anderen Weg weiter erstmal. Alles klar, bis dahin, macht's gut. Und bye bye.